Grüßt euch! Heute will ich euch zeigen, wie man die Gipsbauteile der Vampisol-Tilly-Schanze zusammenbaut. Es handelt sich dabei um folgende Teile. Das untere Turmzimmer, das obere Turmzimmer, die Plattform und dann drei Trommeln. Das hier ist die unterste Trommel, die mittlere Trommel und die obere Trommel. Dazu die Turmkrone und noch drei Kleinteile, zwei Erker und der Übergang vom Turm zum oberen Turmzimmer. Das wären schon alle Bauteile. Zuerst werden die einzelnen Bauteile einbaufertig gemacht. Dazu gehört es, die Gussgrate zu entfernen. Hier sieht man, wo die zweiteilige Form sich gestoßen hat. Ein bisschen. Da nimmt man einfach eine Reißnadel und entfernt die Gipsreste. Andere Gussgrate lassen sich am besten mit der Schleifeile entfernen. Hier so ein bisschen anarbeiten. Hier ist die Außenkante der Plattform etwas zu scharfkantig. Das kommt durch den Abziehvorgang. Ganz einfach ein bisschen mit der Schleifeile drüber fahren und das leicht abrunden. Die Schwimmhäute zwischen den Konsolen müssen nicht unbedingt weggeschnitten werden, da wir diese Stoßfugen sowieso ausspachteln werden. Jetzt will ich Einschusslöcher wie dieses hier schließen. Kleinere Einschusslöcher lasse ich in Ruhe, da mache ich nichts. Ich finde, die stören kaum, beziehungsweise manchmal geben die gerade noch so einen schönen antiken Touch. Dazu rühre ich ein paar Tropfen von unserem Spezialgips an. Das mache ich immer irgendwelchen kleinen Gefäßen, zum Beispiel hier in einem alten Löffel. Für die Dosierung des Wassers ist eine Einwegpipette sehr praktisch. Um die Löcher zu schließen, sollte man den Gips ruhig ein bisschen dicker anrühren. Jetzt hat er zum Reparieren die richtige Konsistenz. Einfach ein Tröpfchen auftragen. Kann man sogar mit dem Finger den überschüssigen Gips entfernen. Und das war's schon. Auch hier in der zweiten Trommel am Gesimse ist ein Einschussloch. Auch das geht, ruckzuck wird das geschlossen. Natürlich kann man auch dann noch den trockenen Gips ein bisschen nachschleifen, wenn man möchte. Wenn man nicht viel Gips braucht, ist eine bewährte Methode auch den Spachtel einfach zu nässen und in den Gips zu tauchen. Und schwuppdiwupp sind die Einschusslöcher gefüllt. Einschusslöcher in den ungleichmäßigen Natursteinmauerwerk kann man auch einfach ausstechen. Einfach ein bisschen nachkratzen. Und schon sind die nicht mehr zu sehen. Leider sind einige Bauteile durch die großen Gießformen nicht wirklich plan. Die müssen dann plan geschliffen werden. Hier zum Beispiel die zweite Trommel, die Unterseite. Ich habe hier dann ein grobes Schleifpapier, das ist extrem grob, 40er. Habe ich auch noch nie sowas gehabt, aber es geht dafür gut. Einfach plan schleifen. Ich glaube, ein 80er ist aber doch mehr empfehlenswert. Ebenso das Bauteil für das obere Turmzimmer. 80er oder 120er Schleifpapier ist doch besser zu verwenden. Die eigentliche Bemalung erfolgt erst nach der Montage. Aber es ist sinnvoll, schon jetzt
die Fensternischen auszumalen, solange man noch Einzelteile hat, die man gut in die Hand nehmen kann. Für die Fensternischen nehme ich ganz dunkelgrüne Farbe. Man könnte natürlich auch schwarz nehmen. Ich finde, das Dunkelgrün hat aber so ein bisschen was Magisches. Man kann ruhig auch noch ein paar Tropfen Wasser zugeben, um das damit verdünnen. Wichtig ist, schön flach malen, nicht die aufsteigende Wände ebenso anzumalen. Und dann natürlich schön deckend. Bei den tiefen Fensterhöhlen ist das gar nicht so einfach. Also immer schön den Pinsel schön flach halten. Und während des Streichens auch mal das Bauteil drehen. Hier kommen ja dann später die Ätzteile rein. Es braucht also jetzt auch nicht übertrieben präzise gearbeitet werden, denn die Ätzteile decken das hier alles ab. Zuerst kleben wir einzelne Baugruppen zusammen, weil wir die dann besser verspachteln können. Anschließend wird dann das Ganze zusammengeklebt. Ja, immer vorher natürlich vor dem Kleben eine Probe machen, ob das auch alles zusammenpasst und wie es zusammengehört. Ich klebe das jetzt mit dem Ruderer, gebe mehr den Ruderer in die Mitte, damit nichts außen rausquillt. Am Rande werden wir das dann sowieso den Stoß verfugen, also ausspachteln. Deswegen ist das egal. Also, normal nehme ich den Ruderer immer auf ein Sperrholzbrettchen und verteile ihn dann mit einem Ölgeber oder ein bisschen mit einem Hölzchen. Aber jetzt können wir das ruhig direkt aus der Tube machen und da kann nicht viel passieren, wenn es mal ein bisschen zu viel wird. Ja, wichtig, es darf kein Kleber rausquillen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das Ganze gut zentrieren, natürlich, dass das genau passt. So, jetzt werden die beiden Trommeln aufgeklebt. Wichtig ist natürlich, dass hier diese Tür, die Ausgangstür, dass das passt. Und des Weiteren sollte man genau kontrollieren, dass die beiden Trommeln nicht irgendwie eine Wurst ergeben. So ein bisschen ungleichmäßig sind sie sowieso. Ich denke, hier ist das aber gut. Dann, zur Not muss man ein bisschen schleifen oder vielleicht sogar was unterfüttern. Die Fuge wird sowieso ausgespachtelt. Den Klebstoff gebe ich hier auch einfach in die Mitte, großzügig direkt aus der Tube. In die Mitte, damit er nicht rausquellen kann, und wir verspachteln sowieso die Fuge. Ein bisschen flächig natürlich schon. Und dann, oh, das schwimmt ein bisschen. Da muss man ein bisschen denn das reiben. Dann geht das so. Und jetzt natürlich genau überprüfen, dass es auch gut passt. Zum Abschluss wird noch die Plattform auf das obere Turmzimmer geklebt. Gleiches Prinzip. Unbedingt gucken, dass das gut zentriert ist. Die überstehenden Konsolen müssen sowieso abgeschliffen werden. So, jetzt werden die Stoßfugen verspachtelt. Dazu habe ich mir eine sämige Gipsmilch angerührt.
Und die wird jetzt mit einer alten Einwegpipette aufgetragen. Nicht zu viel. Man merkt schon, der vorhandene trockene Gips, abgebundene Gips, der entzieht der Gipsmilch sofort das Wasser. Es ist also nicht so, dass jetzt hier flüssiger Gips lange flüssig bleibt, sondern der wird bröckelig, bröselig. Jetzt wird der überschüssige Gips ganz einfach mit einem Spachtel entfernt. Der restliche überschüssige Gips wird dann mit einem festen Borstenpinsel, ich habe jetzt hier erstmal mittleren, einfach weggebürstet. Und dann kommt auch noch ein festerer zum Einsatz. So sieht das Endergebnis aus und man braucht sich noch nicht mal groß zu sputen. Dadurch, dass unser Spezialgips so lange offen ist, braucht man nicht zu hetzen. So, jetzt wird die gleiche Methode für den Stoß der beiden Trommeln angewandt. Das ist übrigens noch die gleiche Gipsmilch. Also das ist schon relativ lange offen alles. Ja, muss ich ein bisschen kippen. Das hier wird, diese Fuge wird verspachtelt, auch wenn da hier eigentlich die Holztür davor kommt. So, jetzt das gleiche Spiel wie eben. Erst der Spachtel. Der Gips ist schon wieder bröselig. Und jetzt die Reste wegbürsten. Zum Abschluss dann wieder mit der festeren Variante. Der eigentlich viel zu große Spalt im Stoßbereich ist jedenfalls verschwunden und das sieht gut aus. Die Einwegpipette sollte natürlich keine Einwegpipette sein, sondern die muss natürlich jetzt gut gereinigt werden. Also alles rausrotzen und immer schön spülen. Wenn man die Gips vergisst, ist die natürlich hin. Dann ist nichts mehr zu machen. Aber so geht das. Leider stehen die Konsolen unter der Plattform teilweise über. Das ist aber auch kein Problem. Was übersteht, wird einfach abgeschliffen. Der ganze Schleifstaub und die ganzen Gipsbrösel werden alle zusammengefegt und dann aufsaugen. Komplett mit den Turmzimmern zusammengebaut werden, sollte der Turm dann auf einer Platte. Also ich nehme hier dann mein Diorama. Wer natürlich eine größere Anlage hat oder so, sollte sich eine Einbauplatte machen, auf die er das Ganze zusammenbaut. Jetzt ist noch wichtig, dass das Ganze ungefähr natürlich die ungefähr senkrecht steht. Da sollte man gut mit dem Augenmaß arbeiten und eventuell etwas unterfüttern. Also ich stelle hier halt fest, es ist nicht ganz senkrecht. Dafür schiebe ich dann einen Kunststoffstreifen, der 0,3 mm dick ist, unter. Und jetzt sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Vor dem Aufkleben sollte man das untere Turmzimmer ruhig mal platzieren, damit natürlich der Turm dann auch auf der richtigen Stelle steht.
Ich habe hier eine Polystyrolplatte eingesetzt, da kann ich natürlich den Rudererkleber verwenden. Bei anderen Materialien, die nicht lösungsmittelresistent sind, muss man sich dann was anderes überlegen. Wieder nur so ein bisschen hier in die Mitte, dass nicht unbedingt was rausquillt, auch wenn das hier vielleicht nicht so viel ausmachen würde. Hier wird die Klebefuge ja mit Sand oder Schotter dann angearbeitet. Das untere Turmzimmer wird so aufgeklebt, dass die entsprechenden Spalten möglichst klein sind. Jetzt wird das obere Turmzimmer aufgeklebt. Und natürlich genau positioniert. Hier entstehen ganz schöne Spalten, aber keine Sorge, die werden alle verspachtelt und verschwinden dann. Ich kippe das Modell ein bisschen an und jetzt wird der Spachtelgips wieder aufgetragen mit der Pipette. Mit dem Spachtel wird die erste überschüssige, der erste überschüssige Gips entfernt. Der Rest mit der Bürste. Zum Abschluss kommt wieder die grobe Bürste. Zum Einsatz. Der Übergang vom Turm zur Plattform wird ähnlich ausgespachtelt. Überschüssiger Gips wird einfach weggekratzt. Bei den Längsfugen stelle ich das Modell wieder schräg und träufle hier wieder den Gips ein mit der Pipette. Ein bisschen warten, bis dem Gips die Feuchtigkeit entzogen wird. Dann wieder erst mit dem Spachtel den überschüssigen Gips entfernen. Zum Abschluss bürsten. Ah, man merkt, ich muss da noch mal was nacharbeiten. Oft muss man auch oder mehrfach muss man auch die Spachtelarbeiten durchführen. Zum Abschluss werden die Kleinteile aufgebracht. Hier der Übergang zwischen Turm, oberen Turmzimmer und Turm. Das ist wie so ein kleiner Balkon ist das. Hier mit dem Klebstoff schön sparsam sein, dass nichts rausquillen kann. Für die Montage des Erkers behandle ich beide Klebestellen kurz mit der Schleifweile. Auch hier nur vorsichtig den Klebstoff dosieren. Ich verwende dafür entweder einen Ölgeber oder auch einen Zahnstocher. So, das klebt doch schon. So, das ist jetzt das letzte Stück.
auch hier nicht zu viel Klebstoff verwendet. Einen kleinen Moment drücken. Das will man nicht richtig kleben, man merkt es. So, das war es dann. Sämtliche Gipsbauteile sind verbaut und verspachtelt. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Jetzt ist die Farbgebung dran. Das ist dann aber auch ein anderer Videoclip. Danke und auf Wiederschauen.